Und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Dackmobil. Genau, die, die uns kennen, die wissen, wenn die zwei aus dem Wohnmobil herausfilmen zu Beginn eines Videos, geht es wieder in den Urlaub. Wir haben unseren Sommerurlaub 2024 gerade angetreten. Und zwar heute, am 30. August 2024, geht es bis zum 15. September 2024, genau zwei Wochen, an die Ostsee. Wir waren schon an der Küste in Mecklenburg-Vorpommern und haben gedacht, fahren wir mal ein Stück weiter. Wir nehmen euch mit an die Ostseeküste in Polen. Wir haben schon viel davon gehört, das ein oder andere Bildmaterial natürlich auch schon gesehen und sind mega gespannt, was wir da erwarten werden. Bleibt dran, verfolgt uns. Wir werden wieder versuchen, euch eine genauso schöne Reisefolge darzulegen, wie wir es mit Dänemark, der Bretagne und Bayern gemacht haben. Aktuell haben wir schon 2 Stunden Fahrt hinter uns und sind genau, lass mich nicht lügen, 100 Kilometer weit gekommen. Das klingt ja schon mal gut, ne? Wir werden nicht durchfahren, wir werden eine Zwischenübernachtung machen. Wir haben bis nächste Woche. 820 Kilometer bis Swinemünde. Und wir werden mal gucken, wenn wir das lästige Ruhrgebiet mal nachher hinter uns haben, wie wir vorankommen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Aber den Stau, den wir permanent haben, den verschonen wir euch. Den nehmen wir auf unsere alleinige Schulter. Bleibt dran, wir wünschen euch viel Freude und gute Unterhaltung mit unserer Reiseserie Ostseeküste Polen. Ihr stellt euch sicherlich die Frage, ob wir gebucht haben. Wie haben wir die Reise vorbereitet? Wie haben wir sie geplant? Wir haben immer die gleiche Vorgehensweise. Wir buchen nicht, wir planen nicht. Unsere Devise heißt immer: Mein Chef sagt mir, wo ich hinfahren soll, und da fahre ich hin. Wähle die Straße, die immer am nächsten am Wasser ist, auch wenn sie noch so klein ist oder mal ein Belag fehlt. Ja, das, wir haben aber schon oft gehabt, wir haben nämlich rechts und links schon das ein oder andere Nüsterchen. Ja, das Nüsterchen ist aber nicht unbedingt. Aber unbefestigte Wege schrecken uns da nicht ab. Also solange die passierbar sind, wir sind auch schon durch, wie so ein See gewesen, ne? Wo dann die Straße durchging, wo es so ein bisschen matschig wurde. Sind wir auch schon gefahren, in Dänemark war das. Also von daher schauen wir immer unterwegs, was sagt Google Maps an Sehenswürdigkeiten, wo sind Fotopoints, und da geht es dann hin. Sehen wir unterwegs Schilder, die interessant klingen, fahren wir da auch wieder hin. Also von daher, wir können... Glück, da war kein Polnisch gut. Ja, also wir können euch nichts sagen, außer dass wir versuchen, in Swinemünde zu starten und bis zur Halbinsel Hel zu kommen. Aber ob das alles so funktioniert, wir wissen es nicht, ihr wisst es nicht. Lass uns überraschen. Genau. Lassen wir uns alle gemeinsam überraschen, wo es so hingeht. Und jetzt geht's weiter. Ich lasse mich überraschen, wann die 16. Baustelle hier auf der A1 kommt. Bestimmt nicht lange. Wir sind ja noch in der 15. drin. Ist ja noch gar nicht zu Ende. Also, weiter geht's. See what I see, lonely nights overcome, you'd be proud.
Und das ist die Wahrheit. Genau. Chef hat gestern nämlich gesagt, dass wir bis hinter Lübeck noch fahren müssen, nach dem Stau, der uns ja über eine Stunde, oder den Staus, eigentlich war die ganze A1 ein Stau, bevor die A3 ja auch schon ein Stau war, uns über eine Stunde, fast 2 Stunden gekostet hat, wollte ich ihn aber antreiben, damit wir heute nicht noch mal über 400 Kilometer fahren müssen und hab's dann in die Länge gezogen. Aber hinter Hamburg, das war dann auch gesperrt wegen Unfall, mussten wir durch ganz Harburg fahren, hatte ich ein Einsehen und wir haben einen Spot von Park for Night hier angefahren bei Lütjensee, ein Waldparkplatz, auf dem das Wohnmobil stehen erlaubt ist. Und das war, glaube ich, die ruhigste Nacht, die wir je erlebt haben. Ne? Als wir hierher fuhren, absolut, lief schon die Rehe über die Straße. Wir kamen hier an. Wir waren nicht das einzige Wohnmobil. Nach uns kam noch eins. Und echt super gelegen und mega. Du bist hier mitten in der Natur und das ist echt eine gute Möglichkeit, die Fahrtauglichkeit wiederherzustellen, anstatt eben Stellplätze oder Campingplätze anzufahren. Die eine Nacht, die kann so gut wie jeder autark stehen und du bist wirklich entspannt nach so einer ruhigen Nacht. Ich hatte zuerst mir auch im Kopf gesetzt, dass wir noch einen Stellplatz anfahren und das war echt die beste Lösung, einfach bei Park and Night zu gucken, wo eben Möglichkeiten sind zu stehen. Wir frühstücken jetzt. Ich zeige euch gleich mal, wie kuschelig hier wir stehen, mit umgeben von Bäumen und Rehen. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wo wir gestanden haben. Rechts runter gibt es den kleinen See und links runter hinter der Baumreihe ist der große See. Wir haben hier mit 4 Mobilen gestanden. Der Spanier ist schon weitergefahren und es war echt die ruhigste Nacht, die wir je im Wohnmobil erlebt haben. Na, wir haben hier die verschiedenen Seen und auch so eine sehr schöne Gegend. In Trittau gibt es auch einen Wohnmobilstellplatz, wenn man die Gegend hier mal erkunden möchte. Es sind 9 Uhr und wir sagen an der Stelle Goodbye, Lütjensee, Polen, wir kommen. Ja. Genau, dann drückt mal die Daumen, dass der Stellplatz im Yachthafen gleich noch ein Eckchen für uns frei hat. Ansonsten müssen wir Plan ändern. So, Abflug, komm. Zack. Autobahn haben wir hinter uns gelassen. Ging richtig. Ciao, ciao. Wie ciao, ciao. Also ging richtig gut, ne, Valer? Ja. Also Samstagmorgen, wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 11 Uhr? 12 Uhr. 12 Uhr. Wir haben noch 69 Kilometer Landstraße jetzt vor uns. Und bis jetzt ist hier alles richtig gut gelaufen. Wetter ist top. Wir sind mal richtig neugierig, wie es da gleich aussehen wird und ob wir einen Stellplatz bekommen im Yachthafen noch, ne, in Swinemünde. Ja. Bis jetzt? Schauen wir mal. Haben wir Glück. Wir nehmen euch weiter mit. Drückt uns die Daumen. Dann ist bestimmt noch ein schönes Plätzchen frei. Muss noch nicht mal erste Reihe sein. Wir nehmen alles, was geht. Ja. Ich zeige euch auf jeden Fall zwischendurch jetzt mal die Anfahrt hier über Wolgast, wenn ihr die Autobahn an der Abfahrt Insel Usedom, Wolgast verlasst. Wir sind noch nicht in Polen, aber das Abenteuer hat schon begonnen. Die Straße ist relativ schmal. Eben kam uns ein Eura entgegen und das war hier schon echt eng. Alfred hing mit dem rechten Reifen hier schon auf dem Grünstreifen. Halb links abbiegen. Ach du Scheiße, die Straße wird nur noch...
enger, wa? Und gerade kam uns ein Wohnwagen entgegen, das war auch schon mega eng mit den Spiegeln. Also das ist schon eine kleine Herausforderung. Also ich bin froh, dass ich nicht fahre, weil ich nicht mehr so gut die Abstände sehen kann und ne, hätte ich gar keine Nerven für. Ich auch nicht. Ich schätze die. Ja. In 300 kannst Metern aber halb links ab. Ich kann gut schätzen. Kannst sehr gut schätzen. Kannst sehr gut schätzen. Also schätz weiter. Guck mal, schöne alte Kirche. Und geradeaus machen. Habt ihr mal Glück gehabt. Das ist ja Schnucke. Bin ich ja direkt wieder entschädigt für die Straße. War ja so klar, dass uns auf der Brücke ein Wohnmobil entgegenkommt. Voll konzentriert. Jetzt sind wir in Usedom. Und das ist mein Lieblingsladen. Nein, wir halten da jetzt nicht an. Alfred, fahr weiter. Fahr weiter. Mein Herz blutet, meine Seele weint. Klatschen. Da sind wir. Die Grenze nach Polen. Aber wir sind schon in Swinemünde und haben noch genau 2 Kilometer bis zum Stellplatz. Vieles wird renoviert und ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt, ne? Oh, hier darfst du nicht mit der Pferdekutsche fahren, Alfred. Lass den Gaul in der Garage. Nee. Hier ist auch Wechselstube. Wechselstuben ohne Ende. Ich sag mal, das sind 1,7 Kilometer. Müssen wir nachher mal gucken, sonst mit dem Fahrrad nach hier jüppeln. Möchte einer auch mit Ruder fahren? Oder lieber mit der Bimmelbahn? Der Stellplatz soll hier sein? Das glaube ich aber noch nicht. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Das sieht nicht nach Stellplatz aus. Frau Stress. Genau, wir sind angekommen. Wir stehen gut, wir haben alles aufgebaut. Wir haben die Nachbarn begrüßt, wieder abgebaut. Wir sind da so ein bisschen, müssen uns dran gewöhnen, ob wir die Sachen drin lassen, wenn wir weg sind, oder draußen stehen lassen. Der Platz ist videoüberwacht, aber ist auch noch ein öffentlicher Fahrradweg hier dran. Lassen wir es erstmal. Haben wir wieder die Tisch und Stühle reingestellt. Wir haben uns eingecheckt. Wir stehen hier im Yachthafen in Swinemünde. Und jetzt wollen wir noch kurz das Sanitär inspizieren. Und Geld wechseln. Wir haben die Info bekommen, dass es in der Fußgängerzone am günstigsten ist. Auf der Promenade ist der Kurs wesentlich höher. Da bekommt man irgendwie 38 Zloty statt 42 im Kurs. Und dann wollen wir Richtung Promenade, weil man soll hier wahnsinnig gut, wahnsinnig viel und günstig essen können. Es gibt ja noch die Festung zu besichtigen. Auf der anderen Seite kann man auch Fahrrad fahren, nur nicht mehr durch den Hafen, durch den, weil es ein Gasgüterhafen ist, so wie heißt das? Ja. Ja. Ist der Fahrradweg gesperrt? Wusste ich doch, dass da was war. Und
Wie wir schon gehört haben, der Yachthafen ist entstanden im alten Kanonenhafen von der Festung vom Kaiser Wilhelm war, ne? Hast du eben zugehört, weil das der Wilhelm? Ja, auf jeden Fall nehmen wir euch jetzt erstmal mit eine Runde in die City, beziehungsweise Promenade. Die hat heute den Fokus. A night aligns all the shady features in all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world, got a holler to be heard in time. We can fight back, ready to go. So, meine Frau guckt jetzt zuerst mal, ob wir was Slotty kriegen, damit wir vernünftig einkaufen können. Portion Pommes 8 Slotty, ein ganzes gegrilltes Hähnchen 36. Riesengroßes Pfadfindercamp. Tausende. Hier laufen den ganzen Tag schon, seitdem wir hier sind, Truppen immer mit 10 bis 20 Kinder oder Jugendlichen an uns vorbei. Hier ist heute ja mega Pfadfinder-Event. Da hinten ist der große Leuchtturm. Da kommst du nicht mehr hin, ne? Sagte der eben. Ja. Ist gesperrt aus Sicherheitsgründen, weil das ein Gashafen ist, ne? Oh, guck mal, die Voranlage geht aber immer weiter. Da hinten sind auch noch Wallungen und hier auch. Oben ist wieder so ein Osterinselkopf. Ja, Maori waren auch schon hier. Ja? Die Maori. Jetzt sag ich doch mit dem Osterinselkopf. Ja. Port Zahotni. Komm, alter Mann! Weißt du, warum das Swinemünde heißt? Weil die Swine, wo wir mit dem Wohnmobil dran stehen, hier in das Meer mündet, in die Ostsee. Mir war es wieder eingefallen. So, nehmen wir mal was Fahrt auf. Gehe ich mal mit euch nach vorne hier. Hier gibt es lauschige Ecken. Ein schöner Sandstrand, aber Schwimmen ist verboten. Drüben haben wir den Europas größten Leuchtturm. Höchsten. Aber wie gesagt, da kommt man im Moment nicht mehr dran. Weil da hinten gesperrt ist wegen dem Gashafen aus Sicherheitsgründen. Oh, hier riecht schon richtig nach Fisch. Ist das schön.
Eigentlich, dass es nach Fisch riecht, aber ja. Das ist ein Plätzchen. Kamen uns auch gerade viele Leute mit Stühlen entgegen. Können wir morgen nochmal machen und vielleicht dann bis nach Heringsdorf fahren. Dass wir nach Usedom, also auf dem deutschen Teil rüberfahren. Da ist sie, die Ostsee. Auf dem Weg zur Promenade haben wir den Strand gefunden. Und da die Mühlenbarke. Nett. Und was sagst du? Nett. Aber der Wind, der hier weht, ist ganz schön kalt, ne? Also ich habe Gänsehaut auf die Beine. So, aber wenn du da unten liest. Nee, das nicht, aber jetzt hier geht. Ich war ja hinten noch in der geschützten Bucht eben. Da war das ja richtig warm. Aber jetzt hier ist schon. Aber schön ist auch da, die Skyline da hinten. Nach Usedom rüber, das ist schön. Vorne die dicken Kähne, davor die Segelboote, ist echt schön. Der LAG ist da, Strandbar, Strandkörbe kannst du mieten. Alles da. Kaffeewagen, hier steht Luigi mit dem Kaffee. Gut. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought. Da ist ein bisschen was los. Ja. Du weißt ja gar nicht, was du essen sollst. Guck mal da, das ist der Eisbaby, das ist ja auch süß. Mit dem Fahrrad und den Strandkörben. Oder hier das Ding mit den Bubble-Dingern da. Yeah. Da ist eine Eisbude neben der nächsten. Hör mal, bei all den schweren Parfums, die die drauf haben, die mir entgegenkommen, da hast du schon ja keinen Hunger mehr, da hast keinen Geschmack mehr, der ist weg, der ist abgetötet. Das Ding sieht gut aus, dieses Havanna, ne? Uh-huh. Ich habe nicht ein Foto gemacht. Hier. Nix, null. Oh, rauskommen. Riechst du das? Die räuchern Fisch. Lecker. Ich nicht hin, es ging die Sonne. Guck mal, die haben Selbstbedienung und Kuchen. Ich weiß. Nein, ich möchte gar keinen Kuchen. Nee, schon was Herzhaftes. Aber so Schaschlik ist jetzt nicht das, was ich möchte. Du weißt ja nicht, was du möchtest.
So, sind gerade auf dem Stellplatz angekommen, haben einen neuen Nachbarn vor der Nase, aber ein alter Nachbar fährt gerade weiter. Und wenn ich daran denke, hört ihr das, dass unser Schlafzimmerfenster genau da ist, freut Alfred sich schon. Das ist eine enorme Geräuschkulisse. Abendrunde, damit ich mir mein Abendessen verdiene. Da stehen wir. Alfred sitzt am nächsten Video und ich gehe mit euch noch mal eine kleine Runde hier am Platz vorbei und nachher auf der anderen Seite zurück. Gerade ausgemacht, da muss ich die Kamera doch glatt wieder anmachen. Da kommt ja jetzt was Schickes. Die ist ja schick. Das praktisch die andere Seite vom Stellplatz. Du kannst nämlich hier zum Yachthafen stehen oder hier hinten zum Fluss. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Am Stellplatz gibt es noch die Taverne, die hier im Yachthafen liegt, und dort kannst du preiswert aber lecker essen. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. An der Stelle sage ich gute Nacht. Ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Jetzt hätten wir euch beinahe vergessen. Wir haben schon, ich glaube, 13 Uhr irgendwas. Wir haben erstmal in Ruhe gefrühstückt, schön draußen. Dann hatte ich meine Community-Antworten gemacht, zu dem Stellplatz alles aufgeschrieben. Wir haben das Stellplatz-Video gemacht, mit den Nachbarn gequatscht. Wollen jetzt Richtung Insel Kasibur fahren. Und wir haben ganz vergessen, dass wir euch heute noch gar nicht begrüßt haben. Also Mahlzeit. Ja. Wir fahren jetzt mit euch noch mal Richtung Stettiner Haff und gucken mal, ob wir überhaupt den Fahrradweg finden. Weil wir wollen hier an der Seite zurück, also hinfahren, an der Svene entlang, dann an irgendwie, ich habe schon wieder vergessen, wie der Kanal heißt, an einem Kanal vorbei, mit der Fähre rüber über die Insel Kasibur, zurück bis zur Bunkerstadt und mit der Fähre hier dann wieder hier. Hört sich weiter an, also das. Genau. Ja, dann. Also, packen wir's. Gib Yumi. Gut, dass ihr an uns gedacht habt. Ich hätte euch beinahe vergessen. Ich soll mal den Waldschrat festhalten. Ach nee, die Waldimpression. Ene mene mu, das ist ein Wiesent und keine Kuh. Hier gibt es Wiesente, irgendwo sind Wiesentgehege. Aber ich glaube, die sind nicht auf dem Weg hier. Wir fahren nach Gazibowska.
Guck mal, was steht denn da? Ne? Reservat Srirodi Gasiborski Paprocci. So, und so, jetzt, ja, so übersetzt man das. Außer dass das irgendein Naturschutzgebiet von der Insel Kasibor ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja, das ist doch schon mal was, ne? Ja, jetzt hat bei dem ich bis hier los und sagt mir dann, ich weiß nicht, ob die Fähre heute fährt. Hm. Ja. Wir müssen mit der Fähre rüber, um von da mit der Brücke auf Kasibor zu fahren. Kasiborska. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die fährt, weil hier links geht die Swinne weiter und das ist der Kanal. Kanal. Nee, Quatsch, das ist die Swinne und das ist der Kanal. Irgendwie so. Ich muss mal Fahrrad wegsetzen. Wenn wir einen Plan haben, ne? Wir fahren sonst eigentlich nicht mit festem Plan. Jetzt hat man einen Plan, ich habe eine tolle Route ausgesucht. Hier mit der Fähre rüber, über die Brücke, nach Kasibor, um die Insel zurück und dann hier über die Bunkeranlagen zurück. Und bei uns wieder über die Fähre. Was ist? Seitdem der Tunnel ist, weil du fährst durch die Swine seit, ich glaube seit diesem Frühjahr mit einem Tunnel, fährt die Fähre hier nur noch sporadisch. Ich habe gerade mal gegoogelt. In den Rezessionen steht, dass die nur noch alle 2 Stunden fährt. Und ratet mal, wie lange die gerade weg ist. 15 Minuten. Also wir müssten jetzt über 1,5 Stunden warten. Wir fahren jetzt hier, hinten haben wir gesehen, Teil der Fahrradwegsicht, fahren wir nach Kaminke. Von da haben wir ja auch ein bisschen Blick aufs Haft. Da nehmen wir eben die Route, wollten eigentlich nicht in die Richtung, aber besser als hier 2 Stunden warten. Richtig. Und da vorne um die Ecke kann gleich Alfred vielleicht versuchen zu filmen, dass die ganze Erde aufgewühlt hier in dem mittleren Streifen, wo da hier sind das die Freunde steht, von Betty. Habe ich auch gegoogelt. Hier an dem alten Fähranleger lebt eine Wildschweinrotte und da ist alles aufgewühlt am Seitenstreifen, im Mittelstreifen und ich habe echt Panik vor Wildschweinen. Das habe ich euch auch schon ein paar Mal gesagt. Und jetzt werde ich da Vollgas geben, dass ich da wegkomme. Wenn ich mir vorstelle, ich jetzt noch ganz lange wieder durch den Wald fahren muss und da viele Wildschweine sind, dann habe ich lieber die Wiesente. Ich habe Angst vor Wildschweinen. Guck mal, was die Gas gibt. Nur weil hier alles aufgerissen ist von den Wildschweinen. Betty fährt ja normal immer nur ein Echo. Ich glaube, die hat diesmal auf Turbo geschaltet. Ist ja kein Wildschwein zu sehen. Wahrscheinlich viele Schrebergärten oder Schrebergartenanlagen. Das sind ja ganze Kolonien. Ups, hoppel. Die haben schöne Baustile, die Holzhäuser teilweise. Hier, Grenze. I'm counting you. As they go by, now all the lilies gone and aces brought to life. 'Cause at times I think I'm leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing at night to all. Ist der Stellplatz. Da stehen leider Autos.
steht aber auch ein Wohnwagen. Ja, jetzt sind wir wieder in Deutschland, ne? Sind hier am Stettiner Haff. Oh, da, guck mal, da hinten schwimmt einer. Allerdings nur mit der Räder. Ja, wir wollten ja, wie gesagt, ganz anderer Plan, keine Fähre da, Plan kaputt. Und stehen jetzt hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Kaminske. Wäre eine Alternative gewesen, wenn der für uns in Swinemünde besetzt gewesen wäre. Hätte man vielleicht auch anders machen können, eine Nacht hier, eine Nacht da. Aber wir wollten eigentlich keine deutschen Stellplätze in die Polenreise mit aufnehmen. Außer wenn es jetzt die An- und Rückfahrt mit den Zwischenübernachtungen. Da wollten wir euch schon ganz gezielt Plätze in Polen zeigen. Darum haben wir den jetzt bewusst ausgelassen. Aber so von der Lage. Und wenn ich jetzt mir bedenke, da hinten geht die Sonne unter. Und da hinten ist ein Strand. Genau. Und da schwimmen sie und ich könnte auch schon und habe wieder keine Badesachen mit. Déjà-vu, ein Jahr zurück, Bayern, 30 Grad, keine Badesachen mit. Können wir laufen. Weißer BH fällt auch noch auf, so ein Mist. Gestern habe ich einen schwarzen Sport-BH angehabt, damit wäre ich ins Wasser gegangen. Eigentlich wollte ich ja Fisch essen. Ein Tag in Polen, ja, der zweite heute. Und schon habe ich mich an die Preise gewöhnt. Das ist ja fast 10 Euro mehr pro Gericht, wenn ich jetzt einen normalen Teller habe. Ja, kannst du Polen zweimal essen. Mhm. Also dafür verkneife ich mir das Pipi machen und den Hunger. Und die Tasse hat auch noch einen Sprung. Muss noch gucken, dass die einen Sprung. Ja, kann passieren. Dass der Kaffee drin bleibt. Nee, also das ist mir 2 Kaffee, 8 Euro. Und eine kaputte Tasse. Darf ich aber nicht sagen, das muss ich nachher 9 bezahlen, muss ich noch 1 Euro drauflegen. Ja, also kaputt gemacht das. So, gerade wieder zurück. Wetter schlägt gerade ein bisschen um. Die haben auch für heute Abend bewölkt angesagt. Und Alfred wollte noch nicht mal essen gehen. Ich gehe ja schon auf Seite. Wir hatten eben ein schönes Lokal gesehen, hinten im Hafen. Aber die hatten auch seinen Schaschlik und der wollte er nicht. Hast du nichts mit Schaschlik gesagt? Das stand doch da im Schild. Was oberst du auf der Speisekarte? Statt hier was. Wir können noch mal zurückfahren. Aber du kriegst das auf dem Tablett nur ein Papierchen. Die haben keine Teller gehabt. Ja, das ist mir endlich hier. Was denn? Willst du Schaschlik? Ja. Dann gehe ich Pipi machen, dann kriegst du Schaschlik. Schaschlik? Den Platz habe ich schon mal gesichert. 200 Gramm hatten wir gesagt. 20, 100 Gramm Schaschlik. Doch, wenn du nur noch auf das ist. Ja, drei Stück? Achso, okay, alles klar. Ich habe ja umsonst. Gegrillt, Spaghetti. Gurke und Blutwurst gegrillt. Ja, das sind 200 Gramm Schaschlik ohne Portion Pommes. Und jetzt guten Appetit. Mhm. Der ist abgeschleppt worden. Stell dir mal vor, du bist draußen auf See und puff, und nichts tut sich mehr. Das ist ja noch schlimmer, als wenn du mit dem Wohnmobil liegen bleibst. Naja, je nachdem, die Strecken, die wir schon gefahren sind, hätte uns da auch keiner so schnell gefunden. Aber ich wollte ja eigentlich noch sagen, wir waren eben noch lecker essen, danach waren wir lecker kaputt. Ich habe noch ein paar Detailfotos für das Stellplatzvideo gemacht. Und wenn jetzt nichts Spektakuläres mehr passiert, würde ich mal sagen,
Es ist Abend. Ich bin hier total früh wach. Es ist um 6 Uhr hier auch schon hell. Haben wir zu Hause nicht. Aber ich könnte um 9 ins Bett gehen. Also um 21 Uhr, nicht um 9. Alfred, sag auch mal was. Nee. Der Tag war nicht so laufen. Und wir dämeln, ne? Hinten auf dem Stadtplan, wo wir ganz am Anfang vorstanden, für ein Stellplatzvideo, da sind die ganzen Fahrradrouten eingetragen. Hat schon Glück. Steht aber nur nicht drauf, dass die Fähre nicht mehr fährt. Dann hat es uns ja nichts genutzt. Ja. War jetzt entspannt, aber auch nicht so das prickelnde Highlight heute. Wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt, wo es weiter hingehen könnte. Und ich bin entsetzt, wie teuer das ist. Also keine Nacht unter 35 bis teilweise 80 Euro auf dem Campingplatz. Ich dachte, ich bin in Polen. Also das Essen gehen ist vielleicht ein Ticken günstiger, aber dafür ist die Übernachtung ganz schön teuer. Mal gucken, wo es uns hinzieht. Ob es morgen mit Zoll, mit Mistreu wird, weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt mal ein bisschen googeln und dann gucken wir mal. Fazit ist auf jeden Fall, morgen früh stehen wir wieder auf und frühstücken. Mal gucken, ob wir gleich noch ein paar Bilder im Dunkeln hier hinkriegen, wenn ein Schiffchen kommt. Kann aber auch sein, dass ich eingeschlafen bin. Ich sage an der Stelle schon mal gute Nacht. Wenn, kommen vielleicht noch ein paar dunkle Bilder. Also, nee, dunkel könnt ihr ja nicht sehen. Aber ein paar Bilder im Dunkeln. Und ansonsten kommen wir wieder morgen früh. Bis gleich. Nee, bis morgen. Ach so, ich wollte noch was sagen. Ah, genau. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns ja über Nacht ein Abo dalassen. Dann freue ich mich morgen früh, wenn ich dann auf die Analytics gucke und sehe, ui, wieder einer mehr. Läuft im Moment wirklich gut für uns. Und da sind wir euch sehr, sehr dankbar für die steigende Abonnentenzahl in der kurzen Zeit. Die vielen netten Kommentare, die lieben wir ganz besonders. Und wir antworten auch immer auf alles sehr ausführlich und detailreich. Aber wer mich kennt, weiß, ich kann nicht nur viel quatschen. Ich kann auch viel schreiben. Jetzt ist Schluss für heute. Ciao. Ciao.